Niklot und Jupp-Husipal tauschen die Wimpel. Dann läuft das Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft. Der Hamburger SV, dunkle Hosen, weiße Jerseys, steht den Knappen von Schalke 04 gegenüber. Schiedsrichter ist der Kaiserslauterer Dusch. Vom Start weg legen die Schalker Tempo vor. 81.000 Zuschauer sehen ein schnelles, zunächst noch ganz offenes Spiel. Scheinen beide Mannschaften nicht recht warm. Da klingelt es in der fünften Minute. Bernie Kloth köpft einen Flankenball von Siebert zum 1:0 ins HSV-Netz. Gleich darauf hätte der Ausgleich kommen können. Krug erwischt eine Flanke von Reuter, aber der Ball geht hoch über die Latte. Wieder ist der HSV vorn, aber Zesek klärt mit wuchtiger Faustabwehr. Da sind die Schalker wieder und wieder ist es Bernie Kloth, der den Treffer ins Netz jagt. 20. Minute und es steht 2:0 für die Knappen. Zweite Halbzeit, der HSV gibt sich nicht geschlagen. Krug ist durch, aber genau auf den Mann. Immer wieder versuchen die Jungs von der Waterkant ihr Glück. Eins aber steht jetzt schon klar fest, die Schalker Mannschaft ist besser. Sie ist schneller und kombinationssicherer. In der 81. Minute ist das Schicksal der Hamburger entschieden. Kloth leitet den Angriff ein, der Ball läuft über Sieber zu Kreuz und der schießt das 3:0 für die Schalker. Jubel über Jubel bei den Schlachtenbummlern aus dem Ruhrgebiet. Zum ersten Male seit 16 Jahren ist Schalke wieder deutscher Fußballmeister. Der Mann des Tages, Bernie Kloth, nimmt den Wanderpreis des Deutschen Fußballbundes entgegen. Eine unübersehbare Menschenmenge erwartet den neuen deutschen Meister am Bahnhof von Gelsenkirchen. Eine Stadt im Siegesrausch des Königfußball. Die Schalker sind wieder da. Und mit Bernie Kloth scheinen die Zeiten eines Cepan und Kuzorra wieder.